Wir haben wieder in fremde Kochtöpfe geschaut. Diesmal sind wir zu Gast in einer der schärfsten Küchen der Welt und zum Vergleich in einer Küche in der Unterhaltungshauptstadt der Welt. Hier wie da wird auf jeden Fall ordentlich gefeiert. Schauen Sie mal. Exotische Früchte finden wir in dieser Küche. Löffel und Gabel, aber keine Messer. Das ist der Herd. Na, haben Sie schon erraten, wo genau wir uns befinden? Auf jeden Fall ist es hier sehr warm. Die Wände bestehen zum Teil nur aus einem Bambusgerüst. Paradiesisch gelegen befindet sich unsere Küche diesmal an einem traumhaften Strand in einer kleinen Hütte. Und wissen Sie, in welchem Land? Die Besitzerin der kleinen Hütte klärt uns auf. Hallo und willkommen in Thailand. Ich bin Karuna und das ist meine Küche. Das ist unser Besteck. Hier in Thailand benutzen wir nur Löffel und Gabel. Anders als Chinesen, die Stäbchen benutzen, oder Deutsche, die mit Messer und Gabel essen. Ganz anders sieht es in der zweiten Küche aus. Hier ist es sehr modern. Ein schlichtes Design, viel Edelstahl und hochwertige Küchengeräte. Doch wir sehen auch frisch im eigenen Garten gepflückte Granatäpfel. Der Blick geht auf Palmen und Swimmingpool. Dieses Haus gehört einem Musiker namens Elvis. Und zwar Elvis Lederer, ein Bayer, der vor 15 Jahren nach Las Vegas ausgewandert ist. Vor kurzem hat er dieses Haus von Grund auf renoviert, inklusive der schicken modernen Küche. Ja, wir haben die Küche komplett selber designt. Und halt etwas Schlichtes, Glattes zu finden, war schwierig, aber wir haben es gefunden. Und natürlich lieben wir diesen großen Gasherd, wo man schön aufkochen kann. Aber am besten gefällt mir unser Picture Window hier, wo man auf den Garten und aufs Pool, auf den Pool schauen kann, während man kocht. Eine Vorstadt-Idylle? Moment, wir sind doch in Las Vegas, der Glitzer-Hauptstadt der Welt. Doch die meisten der 600.000 Einwohner leben nicht direkt am weltberühmten Strip bei den Casinos, sondern ganz ruhig im Vorstadtgürtel. Kochen ist Elvis' Leidenschaft. Und das geht schon beim Frühstück los. Jeden Morgen zaubert er ein neues Kunstwerk. Ein Essensgesicht, damit seine 5-jährige Tochter Myla auch brav ihr Obst isst. Lecker schmeckt das. Lecker. Es ist 10 Uhr morgens. Ab in die Vorschule von Las Vegas. Elvis hat untertags viel Zeit. Er arbeitet erst abends, und zwar als Musiker in den Casinos von Las Vegas. Und heute Abend wird er für seine Showkollegen kochen. Zurück in Thailand, genauer gesagt auf die Insel Koh Chang, die wegen ihrer traumhaften Strände ein beliebtes Reiseziel auch für Deutsche ist. Dort lässt uns die 35-jährige Karuna in ihren Kühlschrank blicken. Zum Kochen nehme ich diese Kokosmilch. Die kommt hier aus dieser Region. Sie ist die beste und so unterstütze ich auch meine Heimat. Die thailändische Küche ist berühmt für ihre Vielfalt an Curries. Sie stehen in edlen Restaurants genauso auf der Speisekarte wie beim Straßenimbiss an der Ecke. Und Karuna hat heute Abend ein großes Curryessen geplant. Für Familie und Freunde. Sie macht sich deshalb auf den Weg zum Einkaufen. Der Motorroller ist ihr Transportmittel Nummer 1. Fast jeder hat einen. Karuna fährt zum Markt in Bang Bang Bao. So, schauen wir doch mal auf meinen Zettel. Ihre Einkaufsliste ist ziemlich lang. Die Zutaten kommen alle aus der Umgebung und werden auf Koh Chang angebaut. So ist die Frische garantiert. Karuna kauft Obst und Gemüse. Heute will sie aber noch etwas ganz Besonderes auf den Tisch zaubern. Hallo. Heute haben wir Ameiseneier. Oh ja, wo sind sie? Da drüben. Vielen Dank. Eier von roten Ameisen, was in Deutschland eher Ekel hervorruft, ist hier in Thailand eine echte Spezialität. Von welchem Baum sind die? Vom Mangobaum. Die Eier der roten Ameise schmecken fruchtig, da sich die Tiere hauptsächlich von den Blättern des Mangobaums ernähren. Von Oktober bis Dezember bauen sie ihre Nester im Dschungelboden. Sie sind sehr selten. Für ein Kilo muss man schon ungefähr 500 bis 600 Baht ausgeben.
Das sind umgerechnet etwa 15 Euro für 400 Gramm von den Ameiseneiern. Hähnchen und ihrem gesamten Gemüseeinkauf bezahlt sie zusammen ungefähr 12 Euro. In der Wüstenmetropole Las Vegas beginnt der Einkauf ganz normal im Supermarkt. Und weil die Stadt mitten in der Wüste liegt, muss alles importiert werden und kommt von weit her. Der Supermarkt ist amerikanisch gigantisch groß. Aber mit der Fleischauswahl ist Elvis nicht zufrieden. Alles ist verpackt. Gute Metzger sind Mangelware in Las Vegas. Auf also zu Elvis' geheimer Quelle. Ein Steakhouse in Downtown, dem alten Stadtteil von Las Vegas. Jetzt macht sich bezahlt, dass Elvis ein echter Las Vegas Insider ist. Normalerweise hat um diese Zeit niemand Zutritt zum Restaurant mitten im Casino. Doch Elvis darf beim Hintereingang rein. Normalerweise ist hier die Hölle los, ziemlich edel hier. Küche ist da, schau mal, ob der Joe da ist. Hallo? Jemand da? Hey, wie geht's dir? Gut, dich zu sehen. Hast du meine Steaks? Sure. Awesome. In Las Vegas mag man Burger, Ribs und natürlich Steaks. Im Restaurant kosten die riesigen Ribeye-Stücke jeweils über 50 Dollar. Doch Elvis bekommt die gesamte Packung zum Sonderpreis. Am besten direkt auf den heißen Gasgrill legen, so 14 bis 15 Minuten pro Stück. Und alle 3 bis 4 Minuten wenden, dann bekommst du dieses tolle Muster. Mhm. Daheim wartet Frau Louise. Die beiden haben sich in Las Vegas kennengelernt. Sie performte bis vor kurzem als Tänzerin beim weltberühmten Cirque du Soleil. Töchterchen Myla schläft übrigens heute bei einer Freundin, denn der Abend mit den Showkollegen könnte lang werden. Heute Abend wird sicher lustig. Die Leute, die kommen, kennen wir schon eine ganze Weile. Ich denke, wir werden Musik machen, singen, Gitarre spielen und das Ganze hoffentlich mit vollen Bäuchen. Kann ich mich jetzt umziehen? Während Louise sich schick macht, beginnt die Küchenschlacht. Elvis ist der unangefochtene Chefkoch hier. Das ist ungewöhnlich. In 68% der US-Haushalte kocht normalerweise die Frau. Und auch in Thailand stehen normalerweise Frauen am Herd. Aber Karuna ist noch beim Einkaufen. Für ihr Thai-Abendessen braucht sie noch etwas. Meeresfrüchte. Und die kauft man hier am besten direkt vom Pier. 1 Kilo von den Garnelen, bitte. Die Ware ist fangfrisch. Schließlich ist der Fischfang auf Koh Chang neben dem Tourismus die Einnahmequelle Nummer 1. Jetzt kann das Kochen losgehen. Dafür hat sich Karuna Hilfe geholt. Prisha Fende ist Karunas Schwager und leidenschaftlicher Hobbykoch. Zuerst muss ich die Chilis klein schneiden. Das breite Kochmesser ist in der Thai-Küche das ultimative Küchenutensil und gleitet mit der extra scharfen Klinge mühelos durch jedes Gemüse. Prisha ist totaler Fan von Ameiseneiern. Wenn ich Zeit habe, suche ich auch selbst nach den Ameiseneiern. Zu den fruchtigen Ameiseneiern passt perfekt ein scharfer Salat, den er für den Abend zubereitet. Mit Limettenzucker und einer Prise Salz würzt er das Ganze zusätzlich. Der wird schön kühl gestellt, sonst verdirbt er. Als nächstes wird ein Eieromelett zubereitet. Der Clou daran, die Ameiseneier. Dazu werden die Eier wie bei einem normalen Omelett aufgeschlagen. Nur werden am Ende noch die Ameiseneier und ein wenig geschnittene Frühlingszwiebeln dazugegeben. Behutsam gibt Karuna die Masse in das sprudelnd heiße Sesamöl. Die Frauen können sowieso besser kochen. Da die thailändischen Speisen kurz und sehr heiß im Wok zubereitet werden, ist das Kochen mit Gas ein echtes Muss. Sobald das Omelett goldbraun von beiden Seiten gebraten ist, ist es auch schon fertig. Auch für das europäische Auge sehr appetitlich. Die Ameiseneier sind im Gericht fast verschwunden. Heute koche ich das Gericht Gung Sha Nam Pla. Dazu müssen wir aber die Garnelen schälen. Während Prisha damit beschäftigt ist, bereitet Karuna das Kräuterdressing vor.
Der Darm der Meeresfrüchte muss sorgfältig entnommen werden, da sonst Keime und Erreger in den menschlichen Körper gelangen. Außerdem ist er sehr, sehr bitter. Zu dem Gericht gibt es eine scharfe Soße. Ohne die scharfe Soße ist dieses Gericht zu fischig. Dazu gibt es frisches Gemüse. Nach dem liebevollen Anrichten kommen die Garnelen in den Kühlschrank, damit sie bis zum Eintreffen der Gäste frisch bleiben. Zurück in Las Vegas. Elvis macht gerade die Beilagen zu den amerikanischen Steaks. Und die sind international. Zum Beispiel ein italienisches Spargelgericht mit Pancetta, Pilzen und Rotwein. Zubereitet auf einem Gasherd mit 5 Flammen. Alles ist eben ein bisschen größer als bei uns. Auch die Portionen. Fast 4000 Kilokalorien konsumiert ein Durchschnittsamerikaner pro Tag. So viel wie in keinem anderen Land der Welt. Als ich erst nach Amerika gezogen bin, habe ich die ganzen Portionen nicht gepackt. Die machen das ja alles, je größer, desto besser. Und zuerst habe ich es nicht fertig gegessen, aber dann lernst du es fertig zu essen und dann wirst du immer dicker. Doch inzwischen passt er natürlich besser auf. Wir schauen uns einen Wocheneinkauf von Elvis und Luis an. Wir sehen 7 Tiefkühlgerichte, die gibt's zu Mittag. Am Abend gibt es meist Pastagerichte. Fleisch steht hier nur einmal pro Woche auf dem Speiseplan. Fisch gibt es 2 bis 3 Mal. Obst und Gemüse verzehrt die Familie allerdings in rauen Mengen. Unter anderem Äpfel, Tomaten, Zitronen, Sellerie, rote Beete. Und natürlich Granatäpfel aus dem eigenen Garten. Elvis macht sich an den Aperitif. Einen von ihm selbst kreierten Cocktail mit Gurkenwodka und Granatapfelsaft. Hier in Nevada wird deutlich mehr getrunken als in anderen Bundesstaaten. Und Elvis und Luis haben ja auch ein buntes Partyvolk eingeladen. Zu Gast sind unter anderem ein Clown, eine Burlesque-Tänzerin und die Sängerin aus der Cirque du Soleil-Show. Es ist 20.30 Uhr. Der Grill direkt neben dem Swimmingpool ist auf 320 Grad vorgeheizt. 14 Minuten sollen die Steaks jetzt hier braten, bis sie perfekt, sprich medium rare sind, so wie die meisten Amerikaner sie gerne essen. Ob der Deutsche jetzt bei seinen Gästen punkten kann? In Thailand sind jetzt die Curries an der Reihe. Gemüse kommt nach dem Waschen und Kleinschneiden als erstes in das kochende Wasser. So entsteht eine Brühe, die Karuna mit Fischsoße verfeinert. Dann kommen die scharfen Gewürze wie Chili hinzu. Die rohen Garnelen brauchen nur 2 Minuten zum Garen. Typisch thailändisch wird zum Schluss mit Kokosnussmilch und Chiliöl eingekocht. Familie und Freunde sind derweil eingetroffen und machen es sich auf der Terrasse richtig gemütlich. Zu Wasser, Ananassaft und Bier werden die exotischen Speisen aufgetischt. Alles auf einmal, damit niemand zwischen der Vorspeise und dem Hauptgang aufstehen muss. Die rohen Garnelen gibt es mit einem scharfen Dip und der Ameiseneiersalat ist mit frischen Salatblättern garniert. Und natürlich darf auch nicht das Ameisen-Eier-Omelett sowie die verschiedenen Curries fehlen. Typisch für Thailand. Als Beilage gibt es gekochten Reis. Allen scheint es sehr gut zu schmecken. Ich esse Ameiseneier sehr selten. Und sie schmecken mir aber am besten von all dem hier. Karuna und Prisha sind sehr zufrieden mit sich. Schmeckt. Einfach perfekt. Die Ameiseneier sind eben in Thailand eine echte Spezialität. Über 13.000 Kilometer entfernt in Las Vegas warten jetzt alle auf die Steaks. Das schaut schon mal gut aus. Elvis schneidet die Steaks in mundgerechte Stücke zurecht. So wird Fleisch hier typischerweise serviert, wenn man eine große Gästerunde hat. Alright, guys. It's coming. Es ist 21 Uhr. Ganz schön spät für amerikanische Verhältnisse. Hier wird normalerweise zwischen 18 und 19 Uhr gegessen. Doch Las Vegas ist eben eine Partystadt. Und die Musiker und Tänzer sind hier daran gewöhnt, dass es spät wird. Wir haben das schon geklärt. Elvis könnte auch Koch werden, wenn es mit der Karriere als Musiker nicht mehr klappt. Naja, das hat er eigentlich nicht vor. Elvis will lieber Musik machen in der Wüstenmetropole. Zusammen mit seinen Freunden feiert er bis in die frühen Morgenstunden. Ganz normal in der Partystadt Las Vegas.
Im Klassenzimmer tobt der Bär. Ist der Lehrer etwa noch nicht da? Klickt hier rein.